knall mal gerade den Alpha Raptor hier ab. Habe ich aber nicht schlecht geguckt, wo dann plötzlich der Diplo rumgerannt ist, ey. Ja, hat mich auch ein bisschen verwirrt. Weißt du noch, Maulwurfen, wo wir hier mit den weißen Rexen rumgerannt sind? The Center, du meinst auf der kleinen Insel da, ne? Ah, ja, genau. Scheiße! Die kleine Vulkaninsel. Ja, das war witzig, ey. Ja. Du bist auch ein Assi, ey. Stehst einfach nur da oben und guckst zu, wie ich da runterfalle. Ja, mal gucken, was du da so treibst. Ja, eben den Alpha-Raptor hier erschießt. Bei Griffin verballert er. Ja, weil ich runtergefallen bin. Ja. Wie ist die Durability von der Pistole? Hast du jetzt schon ein paar Mal geschossen? Da tut sich gar nichts. Sicher? Okay. Ja, ja. Könnten ja noch mit Metall reinholen, dann kann ich mir auch noch eine machen. Ja. Ja, Metall läuft ja schon, ne? Läuft gerade durch für dich, ja. Weißt du. Oh. Wir müssen auch unbedingt mehr Muni farmen, ne? Ja, es mangelt da dann Gunpowder gerade auch wieder. Was braucht man dafür, Gunpowder? Du Arsch! Beleidige Beam nicht! Nee, nicht Beam, du! Hat er den Last Hit auf den Raptor gemacht, der Assi? Du darfst ihn looten nicht. So, ich geh mal Flint holen für Gunpowder. Ich würde halt wirklich einfach jetzt quasi alles abfarmen, was wir hier haben. Sprich, ja. Metall und Flint in erster Linie. Achso, haben wir schon so eine krasse Spitzhacke gemacht? Nee, aber wäre ja natürlich sinnvoll, ne? Ja. Was kostet die denn? Leder. Boah, die kosten 300 Leder. Das ist nur Leder, was teuer ist, ja. Ja, aber das ist ja jetzt ja, Leder ist Leder. Ja, Leder ist Leder, aber haben wir trotzdem nicht. Haben wir nicht? Nein. Ja, dann lass mal schnell irgendwas killen hier, ein Parasaurus oder so. So, jetzt reicht's mir aber hier. Kümmerst du dich eben um die Spitzhacken? Okay. Ja. Okay. Kümmert sich denn einer von euch um das Leder dafür? Nee, das meinte ich ja damit. Ach so. Nee, na dann nicht. Kann ich dann auch, Alter. Ah, nee, wunderschön. Ein witziger Kay. Wir haben einen witzigen Kay. Ich hab immer Spaß. So ein Alpha Raptor gibt auch extrem viel Prime Meat. Gibt der auch mehr Leder? Ne. Schade. Egal, ich geh ihn trotzdem abbauen. Lol. Der Alpha Raptor hat halt einfach mal eine Mastercraft Armbrust dabei. Nice. Mit 200%. Nice, das ist gut zum Tank. Ja, definitiv. Cool. Hab übrigens 600 Leder rausbekommen aus dem Alpha, das reicht für eine Pistole. Und doch so viel? Meinst du, für eine Pickaxe? Ach ja, stimmt, das war das. Moment, nee, dann wird's nicht reichen. Die kostet, glaube ich, 300 pro Stück oder so, ne? Ach, ich krieg das schon hin. Kannst schon mal zwei machen? Habe ich jetzt auch gemacht. Egal. Okay, wir brauchen wieder Metall. Bei mir ist ein Spieler. Habe ich gebolert. Echt? Wo denn? Oben ein Metallspot. Oh, es fängt an zu regnen. Perfekt. Ich bin gleich tot, ich bin tot. Sasun, König des Intrike. Oben auf Metallberg. Wie viele sind die denn? Kein Plan, Alter. Zwei oder drei. Also müssen zwei. Strike's tot. Direbeer Level 200. Also ich sehe niemanden. Anscheinend kommen sie nicht Richtung unserer Base. Ah, jetzt habe ich einen gesehen. Jetzt hat's aber hier auch eingeschlagen bei der Base. Was? Ja, der hat meine Schuhe weggeschossen. Ach so, da hat er. Und meine Handschuhe. Also die haben auch gute Waffen. Ein Schuss. LOL! Und sofort LOL! Total geplatzt. Okay, der hat mir zwei Treffer gegeben und ich habe direkt, bin ich obenrum nackt und habe fast Broken Bones. Echt? Ja. Yo, er schießt wieder von vielleicht? Oben. Nee, ist eine Pistole. Aber mich nervt das halt gerade einfach nur, dass wir, weißt du, ich dachte, wir farmen jetzt noch so ein bisschen und dann, nee, ist nicht, kommt wieder einer vorbei und schießt auf uns. Nee, ich farm jetzt weiter. Und Trotzhaltung, ihr könnt mich mal. Ich hab eine Idee. Was denn? Ich porte jetzt einfach zum Vulkan und farm da Metall. Gute Idee. Und dann porte ich zurück. Los, Vulkan. Oh, wir haben Doppelteleport. Ja. Die Matrix geht jetzt bestimmt kaputt. Scheiße. So, bam, 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 sind alle tot. Nein. Oh, Leute, da farmt einer mit dem Ankylo. Wo? Ich hab hier, direkt vor uns, direkt vor uns. Sag einfach mal Hallo. Ich treffe ihn nicht. Das ist einer von Two Girls. Getroffen. Ich hab keine Munition. Er schießt ihn. Wo ist er? Hier. Er hat mich gebolert. Er schießt auf mich. Ah. Das sind zwei. Ich hab ihn nochmal getroffen. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Der eine ist gebullert, einer ist gebullert. Direkt vor euch. Ah, das ist Chris, Alter. Ja, sag ich ja. Ich port zurück. Ich hab nichts mehr. Okay. Hey, Chris, alles klar? Scheiße. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam. Ey, die Fortschritte sind ja wirklich super laut. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur vierten Session.
Die vierte Session ist es mittlerweile zu Ark Revival. Hallo Kay. Hallo. 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 Wo ist der Maulwurfen? Hey Maulwurfen. Hier. Hi. So, wir sind alle nackig, denn wir sind ja in der letzten Session alle gestorben, nachdem wir auf dem Vulkan ausgewichen sind, um Metall zu farmen. Da waren aber auch Leute und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen ausrüsten. Ganz grob mal ganz kurz, Leute, als großer Plan. Wir werden jetzt ganz schnell im Durchlauf noch ein bisschen farmen. Das werde ich sehr, sehr kurz halten und schön schneiden und so, denke ich zumindest mal. Und im Anschluss wollen wir dann an sich erstmal versuchen, Kay und ich, auf Tames zu gehen. Also wir haben jetzt auch schon super gute Sättel und so. Wir werden jetzt erstmal schnell nochmal einen High-Level-Frosch tamen, damit einer von uns in die Sumpf-Cave kann, um sich schnell hochzuleveln. Muss man gucken, wer das dann von uns macht. Und parallel dazu wollen wir Beacons farmen und Terry können wir, glaube ich, tamen. Muss mal gucken, dass wir was Hohes finden. Also allgemein wollen wir jetzt sehr viel mehr auf Tames gehen. Aber wir müssen halt erstmal was finden. Ist ja nicht so, dass wir das davor nicht versucht hätten. Nur es kommen halt immer ständig Leute und greifen uns an und so. Dann haben wir halt erstmal andere Sachen zu tun. So, gut, was müssen wir jetzt farmen hier? Wir brauchen alles irgendwie, oder? Uff, Leder, Leder, Holz, Metall, Flint. Ja, Warmmetall vor allem wieder, ne? Ja, damit wir okay. Dir gleich auch noch deine Wumme machen können. Übrigens, wieder nicht meckern, ne? Aber nur Metall reicht dir den Forges nicht, da muss auch Holz rein. Ich hole aktuell gerade halt Metall, ich kann nicht alles auf einmal machen, Mann. Alter. Kann nicht wahr sein. Ja, nee. Ich mach das schon. Alles gut. Ich werde nicht meckern, ne? Aber nur Holz in dem Forge, das reicht auch nicht, um Metall zu schmieden. Kack, Noob, ey. Ach, nee. Frech hier. Man erntet, was man sät. Ey, die Forges sind echt scheiße laut. Einmal aus Renner-Distance gehen, dann geht's. Ja. Ey, die Forges sind immer noch laut. Echt? Ja, du hast dich ja gerade wieder neu eingeloggt. Ja, stimmt, hast recht. Oh Mann, wir sind die Gurkentruppe. Das ist alles Taktik, das ist um die Gegner zu verwirren. Ich bin dafür, lass mal gucken, ob es auf Steam Workshop irgendeine Gurkenmod gibt, damit wir Gurken anbauen können. Und dann machen wir uns den ganzen Basen und verteilen Gurken. Gute Idee. Ja, ich habe immer die besten Ideen. Wir können auch einfach nackt in die Basen reinspringen, dann verteilen wir auch Gurken. Das war jetzt übrigens darauf bezogen, dass wir die Gurken sind. Das hatte nichts mit der Nacktheit zu tun. Ja. Ja, ist klar, okay. Das wir können uns auch nackt ausziehen. Und verteilen Gurken. Wie soll man das denn verstehen, ey? Ich weiß. Also, wie soll man da nicht auf den Gedanken kommen? Ja, indem man ein ganz lieber Mensch ist. Der überhaupt nicht böse oder versaute Gedanken hat. Selbst auch als lieber Mensch kommt man da instant auf den Gedanken. Na, dann halt ein unschuldiger Mensch. Hey, warum nimmst du denn den Umweg? Lass mich. Lass mich. Ich bin eine Gurke. Ey, aber ich hoffe auch, dass das keiner falsch versteht jetzt hier, dass wir immer so gut gelaunt sind. Ja, wir geben uns trotzdem Mühe. Ne? Ist nicht so, dass wir das jetzt nicht ernst nehmen. Ja, alles. Wir sind lol. Danach erstmal lachen. Genau. Das untermals. Nee, wir nehmen das schon sehr ernst so. Ja, klar. Aber wir lassen uns halt den Spaß nicht verderben. Und wir haben eine geschlossene Metallbase mit 20 Turrets, mehr geht nicht. Das Einzige, was jetzt kacke ist aktuell, ist, dass wir keine Tanks haben. Jo. Und darum wollen wir uns ja dann gleich kümmern. Ne? Aber es sind halt immer wieder auch Sachen, die uns zurückwerfen. So. Aber wir lassen hier nichts schneifen. Ich sehe das auch so. Jeden Tag treffen wir uns, machen eine 5-stündige Audienz und tauschen uns aus. Wie lässt sich das vorgehen? Okay, das war gelogen. Ja, ja. Sagen wir, nennen wir es Geflunkerte. Aber komm, Kay, ich habe Discord gestern gefragt, was machen wir morgen? Ja, stimmt, das hast du die größte Mühe gegeben. Also ich denke, wenn wir zu dem Zeitpunkt... Moment mal. Erinnert ihr euch an die verlassene Base gegenüber unserer Base? Hm. Ja. Die Öfen qualmen wieder. Siehst du das? Okay. Sollten wir vorbeischauen, hm? Sollten wir, ja. Wird soweit die Forges, glaube ich, alle ganz gut auf den vernünftigen Holzbestand gebracht. Jo. Wie sieht es mit Flint aus? Farm ich gerade. Ah, hier läuft schon durch. Ja. Ah, wunderbar, Leute, wunderbar. So muss das. Hier ist vor unserer Base auch noch einer runtergekommen, dann loote ich den. Ja, den meine ich doch. Der ist aber nicht Bonus. Dort ist ein Ring ringsrum. Nö, bei mir nicht, dann meinst du einen anderen. Toll. Da waren 15 Stamina-Suppen drin. Ja, nicht so. Hä? Du meintest echt den? Bei mir war kein Ring drum.
Also ich habe einen Videobeweis, wie du da stehst vor dem Biegen mit einem riesengroßen Kreis ringsherum. Ja, ich habe auch einen Videobeweis. Bei mir ist da keiner drin. Meiner, meiner ist aber definitiv nicht gefaked. Ja, lol. Was soll das denn heißen? Alles klar. So, okay. Wollen wir los? Oder wollen wir noch irgendwas farmen oder so? Nö. Fickst du den Nachbarn rüber, würde ich sagen. Kurz gucken. Ach, ja, und ja. Ich steck nochmal hier so eine Langnacken kurz ein. Ah. Oh, da hat gerade jemand einen Baum gefällt, da oben. Direkt neben der Base. Echt? Vielleicht sind sie zurück. Okay. Mach nochmal kurz hier was an. Alles klar, ich komm. Wird auch gleich schon wieder dunkel, ey. Wir haben es 19 Uhr, gleich 20 Uhr im Game. Okay, dann go, dann schnell. Ja. Falsch irgendwie? Und los, ja. Muss man eins craften. Oh. Na, zum Glück bist du nicht zuerst gesprungen und hast es dann gemacht. Ja, kein Problem, ich crafte unterwegs. Am Profi kriegt das auch hin. Wahrscheinlich, ja. Wie du Durst? Kein Durst mehr. Ich habe nämlich einfach was getrunken. Hier habe ich gerade einen Baum umfallen sehen, von ein Stück weiter weg. Direkt die Bolas im Anschlag. Ja, ich auch. Boah, ist das schon wieder dunkel hier, ey. Ja, es ist... Also hier sieht alles noch sehr kaputt aus. Ja, das da oben ist okay. Ich würde ja auch mal drauf tippen, dass wenn die sich hier nochmal aufgebaut haben... Ne, guck mal, hier haben sie wieder zugemacht bei den Metallöfen. Wenn die sich wieder aufgebaut haben, dann bestimmt in ihrer kleinen Metallhütte. Aber wir können ja einfach die Dinger hier aufsprengen und dann holen wir uns das Zeug. Obwohl, das ist zu... Also die kleine Metallhütte, die ist noch offen hier. Okay. Ja, dann komm mal ran hier. Du hast doch die Granaten, oder, Murphen? Ich hab Granaten. Achso, ja dann, Achtung. Kommando Sprengung. Zählt das noch? Ja, ja, zählt. Die liegt gut. Oh. Okay, ich werfe noch eine. Ich hoffe, ich treffe die Tür. Das geht, geht rein? Ja. Okay. Hier ist keiner drin. Du hast sogar hinten die Wand weggesprengt. Ah, hier ist ein bisschen Metall drin, aber... Ah, wir können das Metall mitnehmen, denke ich, aber sonst... War jetzt nicht der Rede wert, aber... Ich nehme jetzt auch nur das Wood mit. Ja gut, das mache ich mal. Krasser Raid. Ja. So gut, dann springen wir wieder rüber. Ja gut, sagen wir mal, die Granate haben wir wieder reingeholt. Möge das Glück mit uns sein. Da ist doch schon wieder ein neuer Spino. Oder ist es immer noch der Matchbox-Spino, der da steht? Keine Ahnung. Da ist der Matchbox-Spino. Da stehen schon wieder zwei Alpha-Raptoren am Strand, ne? Drei! Drei müssen das sein, ja. Ja, irgendwas ist da buggy. Ja. Also ich habe den Spawn ausgetauscht, aber... Vor allem die Level 135, ne? Echt? Von dem Alpha-Raptor? Ja. Den sollten wir vielleicht sogar töten, also... Ja, aber mit was denn? Mit den Pistolen. Das geht doch fix in den Kopf. Aber dann kommen alle drei, ne? Vielleicht. Wollen wir es tun oder wollen wir konsequent sein und losgehen, Tank? Das ist konsequent sein. Nee, zieht los jetzt. Gut, ja. Dann los. Aber ich muss irgendwie, die Raptoren, darf ich nicht jetzt nicht zu nah dran vorbei, ne? Es sind übrigens vier, sehe ich gerade. Lol. Ja, gehen wir einfach ein bisschen hier oben entlang, würde ich sagen, oder? Okay. Hier ist ein Baryonyx, hier vorne. Prügelt sich mit einer Schildkröte. Da steht ein Spieler drauf. 145! Die tamed den gerade. Jo. Auf dem Ding 145, oben. Dann ist der schon getamed. Ne. Maulwurfen, komm sofort her. Das ist Richtung Sumpf oben lang. Das ist bei mir. Jo, ich komme. Ich helfe dir. Okay, egal. Ich bin gebolert. Getroffen oder so. Ich bin gebolert. Meine Flinte lädt nicht nach. Wieder getroffen. Oh, der Baryonyx greift mich an. Ah, der Frosch darf nicht. Ja, ich hab den jetzt wieder. Okay. So, okay. Ich nehme die Verfolgung auf. Den Baryonyx so unsere Base locken am besten. Das ist das Beste, was wir machen können. Boah, macht der viel Schaden, der killt den Frosch. Welche Seite? Ach, weg, Kate. Ja, ich bin dabei. Welche Seite? Seite vom Fluss? Linke oder Richtung rechte? Richtung Sumpf. Linke Seite, wir waren auf unserer Seite von unserer Base. Okay. Der Baryonyx ist gleich vor unserer Haustür, der chased mich. Was? Ja, das ist ein Wilder. Wir müssen den Baryonyx, der muss bei unserer Base bleiben und dann können wir den tame. Jo, wir brauchen den. Der ist 145, den müssen wir kriegen. Den brauchen wir. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Ah, ich hab ihn gefunden. Okay. Ja, wo ist er? Der hat mich aggro, der wird mir jetzt wahrscheinlich bis zur Base folgen. Das ist gut. Ein paar Betten sind hier. Ihr seid am Strand noch? Nee, wir sind vor der Base jetzt wieder. Wir machen jetzt wieder zur Base. Ach, Leute. Also ich stehe vor der Base. Der Baryonyx. Ich sehe den Baryonyx. Ja, der kommt jetzt, er kommt jetzt. Den können wir, müssten wir eigentlich auch einfach, ganz einfach betäuben können hier vor der Base. Wir müssen nur gucken, dass er den nicht töten kann aus der Distanz, ne? Ja, wird er nicht machen.
Das ist der von da oben gewesen, den wir geradet hatten. Warte mal, der steht jetzt so vor der Base drum rum, dann können wir den ja vom Dach aus machen, ne? Richtig, das war mein Plan. Ah, sehr gut, das ist ein guter Plan. Okay, ich komm hoch. Aber warte mal, ich kann den doch eigentlich von hier auch anschießen, bestimmt. Auf den Kopf schießen, ist das eine gute Idee? Der hat keine Headshot-Hitbox, soweit ich weiß. Okay, sehr gut. Kann man den nicht bowlern? Der rennt weg. Doch, kann man, ja. Aua, ich hab einen Schuss abbekommen. Ja. Der wird auch auf den Baryonyx schießen, ne, wenn der dann betäubt da liegt. Dann gebolert, schieß wenn weiter der, drauf. Wenn der jetzt aufhält, der hat vielleicht eine ganz gute Stelle sogar, oder? Ja. Ja. Von wo wurde ich denn beschossen? Ja, bestimmt von oben da. Schieß mit Hang drauf. Oder so. Okay, ich habe keine Narkofalle, schieß mit drauf, der muss liegen. Ja. Der muss liegen, ihr müsst das jetzt machen. Ja, ich bin am Schießen. Ja, passt auf, der macht richtig gut Schaden. Ja, der will. Ich glaube, der will schon wegrennen. Die schießen uns auf den Frosch. Ich bring den Frosch hinter die Base. Mach mal. Komm, lauf an der Wand, lauf an der Wand, lauf an der Wand. Maulwurfen? Geh mal hinter die Base zum Frosch, da der ist... Er ist umgefallen. Okay. Okay, kannst du Spikes bauen? Ich baue mich. Mach sofort, wenn es geht. Wir brauchen Primate. Primate haben wir in der Base. Okay, holst du Maulwurfen? Oh nee, die schießen auf den Baryonyx, die schießen, genau das habe ich gemeint. Scheiße. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Da geht der Timing-Bonus verloren. Ja, ich weiß. Aber wir können den nochmal aufwecken. Okay, wir müssen erst den Spiel irgendwie killen. Ich hab mir gerade die Pistole genommen. Hat den irgendeiner von euch schon gesehen? Den ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wo denn? Das bin ich. Das ah, okay. Okay, mach du Spikes, das ist wichtiger. Ja, mach ich. Ich mach beides gerade, ich mach beides. Ja, genau. Mach Spikes. Ich mach Spikes und bin auf dem Dach. Ich leg die rein in den Baryonyx, die Spikes. Warum stellst du die nicht auf? Weil ich aufpasse in der Zeit. Ja, ich hab auch aufgepasst. Aber ich hab die Pistole im Inventar. Das ist nicht schlimm, hier vor der Base können sie dich eh nicht. Nö, wollte damit sagen, dass ich wahrscheinlich mehr Schaden mache als du. Ja, gut, okay. Der war da schon länger dabei, den zu tamen, der hatte da extra so eine Vorrichtung gebaut. Ich hab den ganz gut getroffen. Ich gar nicht, ey. Ich bin so schlecht. Ja, ich hab Glück. Okay, cool, jetzt. Das sieht gut aus. Dürften sie nicht mehr kriegen. So gut, dann wir hauen mal. Ja, wir hauen den komplett voll. Achtung. Komplett voll mit Primate und wir gucken mal, wie weit der Taming-Bonus runtergegangen ist. Moment, der braucht doch Prime Fish, oder? Ich hab keine Ahnung. Stimmt, der braucht Fisch. Ich mach mich auf den Weg, ich mach das. Ich finde keinen Hai. Hier ist nix. Ich meine, es sollte doch drin sein, dass ich hier irgendwo einen Hai finde, oder? Quallen sind da, Delfine, Mantas. Ah, da! Nice. Ich muss Wasser holen. Ich würde mich so freuen, wenn wir den Baryonyx. Ich habe noch ganz viel da, wenn du willst. Oh lol, das ist ein Alpha-Hai. Oh lol. Ja. Oh nein. Ich habe noch. Nee, lol, das ist auch ein Alpha-Hai. Okay. Zwei Haie gefunden, ist beides Alpha-Haie. Ich versuch's einfach mal. Oh Mann. Aber wie viel der Baryonyx, wie viel Weight wird denn der haben? Ah, der hat zum Tragen ist der bestimmt scheiße. Okay, ich habe den Megalodon gekillt. Nice. Und der meint einfach in die Luft zu fliegen. Ah, er kommt jetzt runter. Ah, ja, der ist so in die Luft geschwebt. Hm. Aber okay, ich hab ihn. Quake ist weg, warum auch immer. Joint. Okay, ja. Ich hab 26 Fischfilet. Soll daraus reichen. Ja, komm jetzt zurück. Okay, nice. Ja, haben wir den ganz fies den Baryonyx geklaut, ey. Ja, aber geht halt nicht anders, ne? Nö, ist egal, also ich gebe mir jetzt Prime. Los. Friss! Und? Er frisst nicht, er verweigert das Essen gerade. Vielleicht noch ein bisschen trotzig. Nein, ich will nicht. Ja. Aber er hat mega Hunger. Ja, das dauert manchmal einen Moment. Siehst du, jetzt geht's los. Guck mal, 10% nur 43, von dem Prime. 43, ja, aber ist okay, oder? Ich würde es auch lassen. Ja, klar. Also ja. Das Prime zu kriegen war jetzt so ein Krampf und er bekommt gerade mal 10%. Was glaubt ihr, was bekommt er von normalem Fischmeat? 30 Level, sehr gut. Ach so, okay, 176, oder? Das ist das Beste, was wir hier hatten, Mann. Guck mal, der hat auch 2300 Leben und fast 250 Mili. Ups. Und jetzt stirbt er an den Spikes. Ja, dann können wir ja. Das sieht doch voll schön aus, ey. Guck mal. Ja, dann kann ja sogar jeder mit dem Tame gehen jetzt, oder? Ja, richtig cool. Muss nur mal fix. Wir vielleicht sogar dann irgendwie in die Base noch rein von der Größe. Mal gucken. Das müsste eigentlich passen. Also, der ist nicht größer als ein Parasaurus. Ja.